Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind hier gerade im Hotelzimmer in Berlin und ja, wir haben gestern hier schon was gemacht. Wir waren am Brandenburger Tor und am Reichstag und Genau, Genau. oder möchte irgendwas sagen? Ja, also ich habe jetzt hier, da kriegt man ja in jedem Hotel so einen Stadtplan. Wir wohnen wirklich so zentral hier für alles, was wir in diesem Bereich uns anschauen wollen. Und ja, ich bin gespannt. Also 100% Sightseeing, alles abklappern und so ist sowieso nicht unser Ding. Wir werden ganz vieles wahrscheinlich nicht sehen. Wir lassen uns auch gerne ein bisschen treiben und deswegen bin ich gespannt, was der Tag heute bringt. Und das Wetter ist eigentlich sehr vielversprechend. Es kann nachher ein bisschen regnen, aber das verdirbt uns auch nicht die Laune, oder? Wir gehen jetzt erstmal zum Frühstück. Ich habe nämlich schon Ja, wieder Hunger. aber was ich mir auch vorgenommen habe, ist mal in die Berliner Innenstadt zu gehen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Vlog. Naja, Hotelaufenthalt zu Corona-Zeiten. Man wird sich nie daran gewöhnen, an diese Maske. Wir haben jetzt eine Frühstückszeit uns aussuchen können, 8 Uhr. Und wir haben eine halbe Stunde Zeit. Genau, wird wahrscheinlich ausreichen. Das Lustige ist auch, wir fahren jetzt vom zweiten in den ersten Stock. Normalerweise wird man ja die Treppe runterlaufen, aber in diesen großen Hotels, man hat ja gar keine Treppe irgendwie. Man muss immer mit dem Fahrstuhl fahren. Ja, also Hotelfrühstück zu Corona-Zeiten wussten wir ja auch nicht, wie das abläuft am Frühstücksbuffet. Die Brötchen sind einzeln verpackt, die kann man sich so nehmen. Dann gibt es verschiedene Teller, das war jetzt mit Folie abgepackt, die kann man sich dann aussuchen und eigentlich ganz einfach. Dann haben wir hier noch ja, Ja. das gleich geordert. Alles bekommen, was ich sonst auch mal zum Frühstück esse im Hotel. Total super. Und bei Johnny gibt es wieder, wie immer. Nutella, aber heute was ein bisschen anders, sondern zwei Nutella. Ja, es ist gerade mal 9 Uhr und wir laufen schon wieder. Wir haben auch schon den äußeren Punkt erreicht der Sehenswürdigkeiten von Berlin in der Innenstadt. Und zwar sind wir hier beim Checkpoint Charlie. Da vorne ist er. Ich denke, wir verlassen den amerikanischen Sektor wieder und gehen wieder ostwärts. So, wir sind jetzt die Wetzerei satt. Wir haben jetzt eine Tageskarte für die U-Bahn gekauft und damit geht es jetzt weiter durch Berlin. Nicht mehr bei über 20 Grad wetzen. Maske kann wieder genommen werden. Ja, in Berlin trifft man natürlich auf Frau Merkel und wir sind hier bei Madame Tussauds und haben dank unserer Jahreskarten vom Heidepark hier freien Eintritt alle drei. Super. Mal gucken, wen wir noch so treffen. Und so mein erstes Mal in Madame Tussauds. Ich war schon mal in einem
Wachskabinett in Hamburg, aber das kann man hiermit überhaupt nicht vergleichen. Einfach super. So, nach über 10.000 Schritten jetzt zur Mittagszeit haben wir hier einmal Platz genommen in einer Bierbörse. Ich weiß gar nicht genau, wie der Laden heißt. In der Hauptstadtkneipe hier mit einer wahnsinnigen Bierauswahl. Und ich muss aber erstmal hier mit der Original Berliner Weißen anfangen. Mit Waldmeister natürlich für mich. Und ja, womit erfrischst du dich, John? Mit einer Cola. Ja, es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, man hört das nicht. Aber wir freuen uns gerade über den Wind, weil er so schön erfrischt. Wir bleiben hier noch sitzen und genießen die Getränke. Bei mir gibt es eine Fassbrause. Was ist denn jetzt los? Alleine trinken macht so einsam. Tja. Mit der U-Bahn. Hier sollen wir uns mal ein Stück Berliner Mauer angucken. Damit man auch mal sieht, wie so eine Berliner Mauer eigentlich ausgesehen hat. Weißt du schon irgendwie? Ja, bei uns in Bremen steht auch ein kleines Stück davon am Bahnhof. Ja, das stimmt. Mal sehen, was uns da erwartet. Und gut, dass wir die Tageskarte gekauft haben. Denn bei der Hitze, wir haben schon wieder 30 Grad draußen, glaube ich, kann man nicht so viel laufen. Das geht aber nicht. Jetzt sind wir da, wo Simone sich zu Hause fühlt, bei Rewe. Ist ja überhaupt gar nicht wahr. Na klar. Mensch auch. Du bist doch zu Hause jeden Tag bei Rewe, oder? Habe ich gehört. Ja. So, wir brauchen jetzt Getränke. Hier geht's schon los. Was haben wir denn hier Feines? Berliner Bürgerbräu, Rotkehlchen Premium. Wird genommen. BBB. Das unabhängige Hauptstadtbier. Das BBB-Pilz. Warum hat das BBB-Pilz? Egal, probieren wir aus. So, das hier haben wir auch verpasst, dank Corona. Super. Habe ich früher mal gesammelt. Ja,
Ich glaube, ich hatte immer vollständig. Genau, Corona ist ein Arschloch, wissen wir ja schon. Jetzt weißt du auch, warum es die Karten gibt. Weil eigentlich hätte jetzt auch die EM stattgefunden, aber das geht ja jetzt alles nicht wegen Corona. Stefan würde jetzt sagen, Corona ist halt ein Arschloch. Aber ja, jetzt packen wir mal ganz langsam die Karten aus. So, jetzt sind wir auch fertig. So, diese ganzen Karten kenne ich nicht. Ich kenne die nicht, aber die einzigen, die ich noch kenne, also hier, die habe ich noch nie gesehen, vom Aussehen kenne ich die hier noch. Aber früher gab es auch so glitzernde Karten noch und so. Insgesamt. Ja, seitdem wir seit gestern hier in Berlin sind, muss ich mich immer wieder an New York erinnert fühlen. Und auch jetzt, wo wir hier, heißt das hier, wer ist das hier? Tiergarten, genau. Ich fühle mich fast wie im Central Park in New York, weil ich höre hier kein Gehupe mehr, keine Autogeräusche mehr. Und man atmet sogar wieder saubere Luft nach dem kleinen Regenguss. Hallo. Sag schon, ja genau. Ja, genau. Achso, ich dachte, das wäre mein Part. Ich sag doch auch immer genau. Genug. Jetzt noch Treppen steigen mit Maske. Bei draußen ungefähr 25 Grad. Treppensteigen, der ganzen Wetzerei, haben wir uns mal ein kleines Bierchen verdient. Jetzt sind wir hier im Biergarten, das heißt hier Zollparkhof. Da bei Simone im Hintergrund sieht man das Kanzleramt. Und Johnny, was hast du gekriegt? Hast du auch ein kleines Bier? Nein, ich habe ein Malzbier, also das ist wie Vita Malz, nur von einer anderen Firma. Gut. Es ist so ein bisschen bayerische Biergartenatmosphäre, würde ich sagen, oder? Ja, auch die Biergrößen stimmen. Prost! Für eine Stärkung Brezel mit ein ganz bisschen Butter. Ja, ich liebe Brezel mit Butter und wir sind hier noch ein bisschen am Biergarten. Genau, ich habe das Mittagessen ja ausfallen lassen, weil ich vom Frühstück noch so satt war. Richtigen Hunger habe ich jetzt auch nicht, aber so ein bisschen was brauche ich dann doch. Ich habe mir Oberster geholt mit Brezel, so ein typisches Biergartenessen natürlich.
Und ich habe es gut gemeint und habe gedacht, naja, bei so viel Obatz da gebe ich Stefan mal was ab, hole ihm eine eigene Brezel. Und ich glaube, er verschmäht das, er möchte das gar nicht. Nee, möchte ich nicht. Aber was haben wir denn hier Schönes, wenn ich mal fragen darf? Ja, haben wir hier mal zu viel an der Spree gesessen, was? Bisschen Berliner Luft geschnuppert hier, bisschen Sonnenbrand. Ja, genau. So, der Vollständigkeit halber, ich esse auch was, und zwar ein halbes Hähnchen. Wie man es auch in Bayern im Biergarten machen würde. Schmeckt sehr lecker. Für 8,90 Euro. Ist auch noch okay, finde ich. Ja, das haben wir bis eben gedacht, dass wir uns in Berlin ein bisschen auskennen in der Gegend, wo wir hier waren, aber wo wir eben wieder vom Biergarten aus zum Hotel gelotst worden sind von unserer privaten Reiseführerin. Da haben wir gemerkt, wir wissen überhaupt gar nicht, wo wir sind, bis wir eben dann hier wieder angekommen sind. So, jetzt geht's aufs Zimmer und dann mal gucken. Ja, ich würde sagen, ab ins Bett. Wir müssen morgen früh aufstehen. So vernünftig bin ich und ich habe heute 30.000 Schritte gemacht. Gut, was soll ich sagen? Der Tag war schön, der Tag war lang, der Tag war anstrengend. Gute Nacht. Neuer Tag, neues Glück. Haben wir auf jeden Fall bisher. Bombiges Wetter. Wir sind hier auf dem Rastplatz irgendwo hinter Berlin Richtung Leipzig. Richtig. Und ja, wir mussten mal eben kurz anhalten, weil ja, einer hat sich gemeldet. Der hat ganz schlau während der Fahrt noch hier große Dose irgendwas ausgetrunken und muss jetzt natürlich pullern gehen. Da kommt er auch schon. Ging ja schnell. Na, wie war's? Muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt. Die Toiletten waren sogar sauber. Erlebt man nicht so oft. So, weiter geht's. Genau, und die Autofahrt habe ich gerade genutzt. Wir haben uns gerade abgesprochen. Wir haben schon ein Hotelzimmer in Leipzig vorgebucht. Und zwar, weil uns jetzt die Kette in Berlin so gut gefallen hat, das H-Plus Hotel, haben wir in Leipzig auch gerade da uns ein Zimmer gebucht. Und Stefan hatte sich in Magdeburg da schon bei so einem Bonusprogramm, hätte ich fast gesagt, so ein Meilen-Sammeln-Programm da angemeldet. Und jetzt haben wir uns sogar eine Suite gegönnt und zahlen unter 100 Euro. Und das in der Großstadt. Also sonst sind der Preise, hätte ich gar nicht gedacht. Was hattest du immer so für ein Hotelzimmer eingeplant pro Tag? So Städten wie Leipzig, 120 Euro bestimmt. Ja, hatte ich auch. Also aus den anderen Urlauben war das auch immer so im Schnitt. Haben wir immer 120 Euro bezahlt. Und hier, wie gesagt, ist auch sogar Frühstück schon inklusive. Und ich glaube, wir haben jetzt 97 Euro nur bezahlt. Also ein Schnäppchen und bin schon sehr gespannt. Glaube ich, richtig Glück gehabt. Wir haben ein Hotel gebucht in Dresden und das ist in Dresden, Leipzig. Ja, Leipzig, der Wilde Osten wieder. Meine Versprecher. Und das Hotel ist leider wegen dieser ganzen Corona-Maßnahmen noch nicht eröffnet worden. Wir sind dort angekommen und gleich weitergeschickt worden. Man hat uns umgebucht. Hä? Wir sind immer noch im Erdgeschoss. Simona, vielleicht mal richtig drücken. Hab ich. Ja. Und dann kommt doch gleich eine Roomtour von unserem Zimmer, wenn Simone das hier mit dem Fahrstuhl verstanden hat. Aber genau, vorher musst du die Karte, glaube ich, davor halten. Und dann, genau. Auf jeden Fall standen wir an der ersten Stelle dem Hotel vor verschlossener Tür und wurden umgebucht, sind jetzt hier am Bahnhof in einem Hotel, waren schon sehr skeptisch. Das Hotel ist aber gerade mal ein paar Monate alt. Und ich glaube, wir haben es besser getroffen, auch von der Lage. Ja, aber vor der Roomtour muss ich eben noch mal kurz für kleine Jungs. Ja, wir suchen jetzt erstmal die 515. Kann sich eigentlich jemand vorstellen, dass ich es aushalte, mit den beiden einen ganzen Urlaub zu verbringen? Es ist ein Wahnsinn. Es ist eine verrückte... Ja? Ich habe eine Idee. Während ich dann mal für kleine Jungs auf Toilette bin, kann Simone doch mal die Roomtour machen. Bis auf das Bahnhof. Das ist nicht ein toller Blick hier schon mal, Leute.
Simone, du machst gleich die Wohnungstour. Ja, mach ich. Wirkt alles sehr modern und das ist ja, die Technik ist ja immer nicht meins. Kommen wir mal ins Badezimmer. Klein, aber fein, würde ich sagen. Also da haben noch nicht viele Leute geduscht. Richtig schön alles. Ja, also kann man sich, glaube ich, gut drin aufhalten. Und ja, das Zimmer ist ein bisschen kleiner, aber nicht weniger schlecht. Auch hier hat man die Möglichkeit, sich einen Kaffee zu machen. Finde ich super hier. Kleine Sitzgelegenheit. Und dann kann man nochmal schön rausgucken. Es ist gar keine Toilette im Badezimmer. Oh, was? Was? Obwohl, hier. Ich dachte, die Tür wäre angelehnt. Aber hier ist die Toilette. Ja, tschüss. Ja, und da wir in dem anderen Hotel ein Businesszimmer gebucht haben und hier auch eins bekommen haben, können wir uns hier in dieser Lounge hier, die augenblicklich für 6 Personen zeitgleich freigegeben ist, wir sind ja alleine hier gerade, bewegen und auch John, bedienen. Was John. Möchtest du? Ich habe mir jetzt hier eine Sprite ausgesucht, eisgekühlt. Guck mal, was es alles gibt. Guck ich jetzt mal. Ich nehme... Oh ja, schleppen wir auch was. Köstlicher Schwarzbier, das ist immer gut. Gibt's ja auch. Also, bis jetzt finde ich es echt super. Wir wären ja eigentlich in einem anderen Hotel gewesen, aber erstmal dachte ich mir so, ach man, so. Aber jetzt bin ich richtig froh darüber, das ist auch ein ganz neues Hotel. Und ja, ich finde, super Aussicht hat man hier und bis jetzt ist wirklich hier noch niemand gekommen. Also, ich glaube, ich könnte hier sogar auf der Couch übernachten. So kann man sich leben lassen. Hier mitten in Leipzig, hinter mir das Rathaus. Total schön. Ich habe es gar nicht erwartet, dass es hier so gut aussieht. Aber wir sind etwas irritiert. Also wir haben hier so ein bisschen Bayern-Gefühl von der Bauweise irgendwie. Stimmt. Erinnert uns das so ein bisschen an Bayern. Irgendwie sieht es aus wie in Bayern, finde ich auch. Aber richtig. Total angenehm, sehr schön. Super, ja. Wir haben hier eine nette Gruppe, die uns hier Leipzig zeigt. John kannte die. Ja? Ja, hallo. Hallo, ja. Ja, wir haben auch blau. Ja, und schon sagt keiner mehr was. Das ist eine schöne Reise. Ja, also wir wohnen echt mit dem Hotel echt gut, muss ich mal sagen. Das hätten war jetzt ja nur. Noch eine Nacht verlängern sollen, was? Vielleicht ja. Vielleicht ja. Braucht die Kehle schon wieder. So, kleine Stärkung. Und wenn man schon mal in Leipzig unterwegs ist, wen trifft man da? Die Hälfte von Die Muchten unterwegs. Hallo. Immerhin die Hälfte. Ist nur einer unterwegs heute. Ja, Anna ist im Urlaub. Auch unterwegs. Ja, genau. Ja, unterwegs passt ja. Ja, dann sitzen wir hier im Restaurant. Das heißt hier das alte Rathaus. Wunderschönes Gebäude von außen. Und Johnny ist am Handy. Ja, ich stelle eben nur was ein. Mhm. Ja, aber ganz schön lange, was du da einstellen musst. Ja, ich muss den Dankeschön. Salat dazu. Ja. Ich esse Schnitzel jetzt und freue mich schon auf mein Essen, weil seit dem Frühstück gab es nichts und es ist jetzt gleich 3:30. Oha. Ich dachte, es wäre schon viel später. Ich dachte, es wäre viel früher. So, und jetzt geht's da oben hoch. So, schon da, Stock 29. Schon wieder Treppen steigen, das kommt mir vor wie in Berlin.
Da oben waren wir eben gerade. Das war eine richtig tolle Aussicht und eine ähnliche Aussicht, nur nicht ganz so hoch, die haben wir jetzt hier auch in der Lounge, wo wir wieder sitzen und das schöne Wetter hinter Glas genießen. Ja, finde ich mal ganz schön, weil sonst fand ich immer so, in Deutschland die Hotels, wenn wir da mal so waren, dann fand ich, das waren eigentlich so ganz schöne Zimmer so, aber jetzt hier einfach so eine Lounge finde ich voll cool. Ja, das haben wir auch noch nie gehabt, sowas. Und ich denke mal, das werden wir auch in diesem Urlaub nicht nochmal wieder schaffen, sowas Gutes. Auf jeden Fall muss ich nochmal sagen, okay, viel Action kann man jetzt nicht erwarten. Wir haben Urlaub und dann ruhen wir uns natürlich aus und genießen die Zeit und ja, träumen so in den Tag hinein. Hast du von Ausruhen gesprochen? Also ich will nur sagen, der Tag gestern in Berlin, wir haben alle an die 30.000 Schritte hier abgewetzt. Also von Ausruhen kann da nicht die Rede sein. Man lässt sich treiben, man nimmt mit, was kommt, man guckt sich irgendwas an. Ja, das stimmt. Aber faul war das nicht. Ja, apropos faul, der Vlog ist, glaube ich, beendet. Also, ja, an dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken und abonnieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!